Hallöchen, liebe Zuschauer, und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Ich weiß auch nicht, warum wir in letzter Zeit immer die Folgen in der Stadtmitte anfangen. Irgendwie kommt es immer so dazu. Ich habe hier letztens noch wen eine Freundschaftsanfrage geschickt, deswegen war ich jetzt hier. Aber wir können jederzeit natürlich zurückgehen nach Lemuria. In der letzten Folge haben wir den... Ui, cooles Ladebild. Haben wir diesen Vulkan hier geschafft in einer sehr, sehr langen Folge. Also es hat wirklich eine Weile gedauert, aber es war ein cooler Dungeon mit herausfordernden Kämpfen. Und heute werden wir sozusagen dann diesen ganzen Arc um das Urseidorf abschließen und gehen jetzt zurück nach Telos. Ich möchte vorher mal einen Blick in den Kronenladen werfen natürlich. Weil, wenn schon das Ladebild anders ist, dann habe ich irgendwie die Hoffnung, dass vielleicht auch hier was Besonderes im Kronenladen drin sein wird. Mega-Futterpaket, Pandemonium-Hort. Nee. Ich kann jetzt auf den ersten Blick nichts erkennen. Hm. Okay, dann ist das halt so. Hätte ja sein können. Okay, gehen wir zurück nach Telos. Wir können uns ja hier mit dem... Also gut, ich könnte mich auch mit dem... Könnte mich auch so teleportieren eigentlich. Ich wollte gerade den Teleporter benutzen. Ah. Ja, bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich in dieser Folge ein bisschen durch den Wind bin. Ich habe, wie ihr ja wisst, die letzten beiden Wochen, also die letzte Woche und diese Woche im Endeffekt, sehr, sehr viel Stress. Und ich merke gerade heute, also die Folge nehme ich jetzt am Dienstag auf, dass ich gerade so ein bisschen daran kaputt gehe irgendwie. Also ich, ja, mir geht's nicht so richtig geil. Ich bin mir immer noch nicht so ganz schlüssig, was ich jetzt mache, ob ich jetzt zum Arzt gehen soll oder so. Ich bin mir noch nicht ganz, sicher, aber auf jeden Fall, ja, weiß ich auch nicht. Es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ah, Telos. I haven't been here since I was a fledgling. I'll never forget it. They have the best street corn here. Anyway, we've got a dark old one secret to dive into. Let's keep this adventure rolling. Stimmt, wir haben den Feuerstein in der letzten Folge geholt und den können wir jetzt natürlich dort in dieses Tor einsetzen. Und dann werden wir auch sehen können, welcher Stein uns als nächstes erwartet. Oder sieht man das hier? Ja. Wow. Tada, oh. Das Todestor ist als nächstes dran. That was the emotion that overtook me when I saw the Ursi praise you. But it came from somewhere else. Someone else. The old one. This is not the first time his feelings transferred. I inherited his guilt about abandoning Lemuria, the very feeling that drove him to Caramel. He needed to reconcile the Cabal and the Arcanum so he could return to his office, to the creation he left there. I channeled that drive because I consumed him, his guilt. I didn't know what I was doing then, but I did it. Now I feel a new guilt. How do I alleviate it? Mind blown. This has been the most invigorating adventure of my life. I feel like a whole new hero. What are we doing next? And now I envy the chicken. I need time to ruminate on my situation. You and the Bantam should see if Quatermain has had any luck with that map. Okay. Dann gehen wir zu Quatermain. Ja, es ist irgendwie aktuell so ein bisschen bescheiden. Also ich komme irgendwie gar nicht zur Ruhe. Ich komme nach Hause und kann ein bisschen Zeug machen, auch jetzt. Ich nehme jetzt die Folge auf und in weniger als 2 Stunden muss ich aber auch schon wieder schlafen gehen, weil ich extrem früh raus muss. Und das ist jeden Tag dasselbe, zumindest bis zum Ende dieser Woche noch. Und ich habe das Gefühl, ich packe das nicht mehr, ich weiß auch nicht. Dann habe ich so ganz komische Magenprobleme bekommen jetzt letztens in der S-Bahn. Gestern ist mir plötzlich für eine kurze Zeit zum Glück nur übelst schwindelig geworden. Danach ging es wieder. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Körper irgendwie ein bisschen überlastet ist. Mit allem. Naja, ich werde jetzt morgen früh mal aufstehen und guck mal, was abgeht.
Vielleicht sollte ich vielleicht auch mal zu Hause bleiben. Ich weiß es nicht. We will see. Ach stimmt, die Karte hängt ja jetzt da hinten. Tell me of your adventures. Did you find another monitoring station? What bizarre monstrosities did you encounter? And is that a masked chicken? The name is Kit Balker. Most know me as the ghost who squawks. But you can call me the Bantam. Hat er seinen Namen jemals voll uns angesagt? Das ist, glaube ich, das erste Mal jetzt, oder? Dass wir den hören. Oh, I like the cut of this fella's jib. Now for my news. Our Lima hosts tell me there's another monitoring station in the Night Forest. It's a simple bushwhack through the wildlands. If you reach the Carnosaurs, you've gone too far. Bantam, let's you and I look over this map. Alright. Dann geht es jetzt, Leute, in den Nachtwald. Da freue ich mich drauf. Dieses Gebiet sah ja auf der Karte schon so übelst interessant aus. Und da habe ich wirklich Bock drauf. Der Nachtwald. Klingt auf jeden Fall spannend. Und darüber befindet sich so eine Himmelsstadt. Auch sehr spannend. Also Lemuria scheint auch wirklich wieder eine Welt zu sein, wo wir viele unterschiedliche Gebiete haben. Vom Design her, die sich auch echt voneinander abgrenzen. Und sowas ist immer sehr, sehr schön. Der Nachtwald. Oh Gott, Hilfe. Fast sind diese Pantera-Gegner reingelaufen. Wobei, wie heißen die nochmal? Fossa, stimmt. Stimmt. Okay, ich bin richtig gespannt jetzt, wie es da aussehen wird. Ich habe letztens so ein Bild gesehen, aber ich habe ganz schnell wieder weggeguckt, damit ich mich nicht spoilern lasse. Warte mal, die Silbertruhe würde ich gerne machen. Damit ich jetzt hier schön blind diesen Nachtwald mit euch erleben kann. Ich dachte auch gar nicht, dass der so schnell kommt. Ich habe fast schon erwartet, dass es vielleicht ein späteres Gebiet erst ist. Aber jetzt sind wir doch relativ schnell schon dort angekommen. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass Lemuria irgendwie dann jetzt voll schnell vorbeigeht und wir tatsächlich schon fertig sind, bevor Novus rauskommt. Das wäre ein bisschen blöd, weil damit hätte ich null gerechnet dann an dieser Stelle. Okay. Wo geht sie überhaupt rein? Ach, durch dieses Tor hier? Nee. Oder doch? Oh. I believe I possess memories of this place, Wizard. Ui, da geht's rein. Da sehen wir schon die abgestorbenen Bäume. Oh, warte mal, hier hinten ist auch was Interessantes. Aha, hier scheint dann wohl der Eingang. Nee, oder? Ich dachte gerade, das wäre der Eingang in die Himmelsstadt, aber nein, das ist Heap. Diese Schwarz-Weiß-Stadt, die auch sehr spannend aussieht. Oh, da erwartet uns ja echt noch einiges an interessanten Gebieten. Cool. Night Forest? The name elicits no connections, but the ominous darkness that envelops the trees ahead is probably a good place to start looking. We must simply. Hill! Oh, goodly traveler, assist me in my peril. These bizarre monsters intend to make me a meal. Wo kommt der denn plötzlich her? We must simply help the stranger, yes? That would be the good thing. Ja, das wäre eine gute Sache. Ich weiß aber trotzdem nicht, wie dieser Typ da jetzt mitten in die Botanik gekommen ist. Wie haben wir denn hier überhaupt? Ichabod Crane. Weiß auch nicht, der sieht aber auch nicht irgendwie wie jemand aus, der Hilfe braucht. Der sieht irgendwie so leicht arrogant aus irgendwie auch. Oh, warte mal, sind die Feuer? Nee, Tod und Leben haben wir hier. Ich dachte gerade schon, ich hätte das Prisma vergessen, aber nein. Wir benötigen kein Prisma. Schön.
Feuerdrache ist bereit. Sehr schön. Dann setzen wir jetzt den Feuerkessel ein als zusätzliche Verstärkung und dann geht's gleich rund. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr Bock generell auf Wizard 101. Also oft ist es ja so gewesen, dass ich die Folgen aufgenommen habe und ich hatte dann auch Spaß dran, aber ich habe dann auch nach der Folge nicht mehr irgendwie privat weitergespielt. Und jetzt fange ich doch langsam wieder an, auch mit meinem Todescharakter abseits der Videos ein bisschen Wizard zu spielen. Und das ist echt cool, aber ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder in diese Phase reinkomme, wo ich dann plötzlich überhaupt keinen Bock mehr habe. Das passiert bei mir relativ schnell, wenn ich einem Spiel zu viel Zeit widme. Irgendwann ist dann mal Schluss bei mir. Könnte auch hier passieren. Dankeschön, Luna. Reicht das? Ja, ich denke doch. Das war's für dich, mein Lieber. Oh, my greatest appreciation for your felicitous rescue. I'm still doomed, of course, but not quite so immediately. Okay, der Typ ist auf jeden Fall seltsam. Wer zur Hölle bist du? Warte mal, von dir möchte ich aber gerne ein Thumbnail haben. Sag mal, liegt das eigentlich an dem Reittier, dass das immer so von, dass die Bilder so von unten jetzt immer alle so gemacht sind? Warte mal. Ich gehe mal zu irgendeinem anderen Reittier, zum Kampfhaarbox. Ja, tatsächlich, da ist die Kameraperspektive deutlich anders und deutlich besser für Thumbnails, merke ich gerade. Ist mir nämlich schon beim letzten Mal aufgefallen, dass die Bilder, die ich gemacht habe, alle so von Froschperspektive gefühlt waren. Naja. Oh my, yes, I am quite doomed. Exiled, you see, from my village. Left to the mercies of the wildlands. Hopefully others will learn from my folly. It is like they dropped you down a hole and forgot you. He seems to have come from the night forest. Shall we argue on his behalf while we are there? Oh, most gracious of you, my humanoid acquaintance. My village is indeed through the night forest there. Mind the zombies and the beast. Find the elder, a lemur named Lucian. It is he who must decide my fate. I, meanwhile, will seek the company of less disagreeable creatures. Okay, und, was? Der Questpfeil ist verbuggt. Schön. Ach nee, hä? Was zur Hölle geht hier ab? Das ist irgendwie ein bisschen creepy, not gonna lie. Die Gegner kommen hier gerade einfach aus der Wand raus. Wizard 101 Server sind doch einfach nur schön. Ich gehe hier mal ganz schnell weg. Bevor die Gegner noch durch den Stein laufen. Sind die jetzt wieder in ihrer Route drin? Ja, tatsächlich. Hat sich der Server anscheinend mal ganz kurz aufgehangen. Horror lurks in the night forest. Boah, das hat ja voll Düstermoor-Vibes hier. Auch musikalisch hat das Düstermoor-Vibes, merke ich gerade. The name of this place is certainly apt. Aber es hat irgendwie was. Es sieht irgendwie schön aus sogar. We must find the lemur in charge and inquire about the crane. Oder? Was meint ihr? As well as the local monitoring station. No doubt it too is the local mana source. Das gefällt mir eigentlich. Das erinnert mich wirklich voll an Düstermoor. Das hat aber auch ein bisschen was von diesen Dörfern in Avalon, in der Wagnis. Sieht ein bisschen aus wie Dundara, so hieß es. Von dieser Anordnung. Da hast du auch in der Mitte so einen Baum gehabt und drumrum diese ganzen Häuser.
Und das Gebiet selbst war ja auch etwas dunkler. Ist so eine Mischung aus Düstermoor und Dundara. Das hat sogar fast dieselbe Anordnung, sehe ich gerade. Hä? Das ist ja interessant. Das sah genau so aus. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da war hier das Dorf und dann ist man hier rausgekommen. Hier links, wo dieser Teich ist, ist in Avalon dieser komische Altar mit diesem Knochendrachen. Und dann konnte man auch so hier hinten hingehen. Und da ging es nämlich auch hier hinten hoch. Und hier oben war dann der Dungeon, wo der Katalas drin sitzt. Hä? Was zum Geier? Und hier ist auch so ein Bau, also so ein, ne? Hier stand nämlich auch so ein Baum, hier wo jetzt diese markierte Fläche ist. Also irgendwie sieht es gerade so aus, als ob sie dieses Layout von diesem Gebiet in Avalon genommen haben. Ich glaube, dass es Dundara zumindest war. Und einfach das 1:1 hier hingeklatscht haben und halt nur, also eine andere Bodentextur, andere Bäume und ein bisschen das andere Dorf, also das Dorf ein bisschen verändert haben. Aber so von dem Aufbau her dieses Gebiets sieht es ja fast 1:1 so aus, oder? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Aber also, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, sah das wirklich komplett gleich aus. Das ist ja spannend. Sowas habe ich auch noch nie gehabt, dass mir ein Gebiet wirklich so bekannt vorkam. Hier hinten kann man auch noch hingehen. Okay, ja, interessant. Boah, ich merke gerade schon wieder, wie ich so leicht Kopfschmerzen kriege, ne? Boah, ist das ein Dreck. Ich glaube, ich bleibe wirklich morgen zu Hause. Ich schaffe das hier sonst nicht mehr. Lampenputzer nehmen wir mit und dann machen wir mal noch die ersten Dialoge hier. Und diese Gegner sehen aus, als wären sie aus Safaria entsprungen. Das ist kein gutes Omen. Does it? Keine Ahnung, also ich bin Feuerzauberer, vielleicht ist das auch irgendwie so eine Verbindung. Who are you, stranger, who speaks to the air as though it were an old friend? Hirach Lucian. What dire omens do you bring upon us? You seek the source of our mana? Ha! We have not a wisp to spare in these dark times. Look about! We prepare even now for the nightly assault of the Malagast. 'Tis the monster that death rejected. The old judge's disappointment made manifest. Our punishment for straying from his path. We will speak of nothing and no one else until we are prepared. Consult with Goody Mary Crane, if you wish to aid our efforts. Und mal wieder lernen wir auch eine neue Spezies kennen hier drin in dieser Welt. Mittlerweile schon die dritte. Also wir haben ja die Lemuren, dann hatten wir die Bären. Mal abgesehen von den ganzen Gegnern, die es da noch gab. Und jetzt haben wir hier so, ja, Krähen. Have you come to our aid? Blessings then, for we have a most dire case of monster attacking village. Elder Lucian says the Malagast is because the old judge, well, judged us and found us wanting. It won't leave until we atone. Curious. What reason would the old one have for such an experiment? Thus, with the greatest of haste, we must board up the windows, patch the town wall, and gather horns from the white rhinos to fashion into weapons. Dichtbrettern Fenster. Ich liebe die Übersetzung manchmal wirklich. Das war auch ein interessanter Kommentar, den letztens jemand geschrieben hatte, ob sich der deutsche Server aktuell überhaupt noch lohnt. Und da bin ich auch, ja, wie soll ich sagen, also da bin ich auch am Überlegen. Ja, also es gibt einem schon zu denken. Jetzt, wo nicht mal mehr die Dialoge auf Deutsch sind. Also selbst die alten Dialoge ja ausgetauscht wurden, die früher mal auf Deutsch waren.
kriegt man schon so ein bisschen langsam das Gefühl, dass fast gar kein Unterschied mehr besteht zwischen dem englischen, also zwischen dem US-Server und dem EU-Server. Nur, dass du auf dem US-Server viel mehr Updates hast, die vorausgegangen sind, viel mehr Leute hast, die das spielen. Und der einzige Nachteil, den du hast, ist eigentlich, dass die Texte auf Deutsch hier halt sind. Aber mittlerweile sind die auch so schlecht übersetzt teilweise, dass man sich auch eigentlich fragen kann, ob sich das überhaupt lohnt. Finde ich. Also es gibt einem schon ein bisschen zu denken, leider. What precisely is a Molagost? There's no record in the old one's memories. So, die Palisaden hier natürlich noch schön einkleiden. Danach werden wir bestimmt gegen diese Grauhörner, stimmt, so hießen die in Safaria, kämpfen müssen. Aber das werden wir in dieser Folge dann nicht mehr machen. Das machen wir beim nächsten Mal dann. Mighty fine work, but I doubt it will save us. The Malagast has always been a danger, but lately it is as a demon unleashed, and nothing can stop it. Could this Malagast problem have been exacerbated by the mana infusions? Like the volcano in Ursae? Könnte sein. If so, Hierarch Lucian may have misread its meaning, as Juju and the bears did. At any rate, shall we find these white rhinos? Ich sehe jetzt erst den riesigen Mond da am Horizont. Sieht auch sehr schön aus. Ja, schreibt mir gerne, was ihr von dem Gebiet hier haltet und ob das wirklich genauso aussieht wie Dundara in Avalon. Also falls das das Gebiet war, an was ich mich da erinnert habe. Aber irgendwie ist dieses Layout schon sehr, sehr ähnlich. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und vielen Dank auch an meine Kanalmitglieder. Ganz besonders an Kalia, an Rex Schattenklinge, an Basti und an Manuel. Und dann sehen wir uns sehr gerne, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.